Come on, der Gegner ist so easy, gell? Es ist, ich kann es nicht fassen, wie so etwas es wirklich wagt, uns zu besiegen. Es ist unfassbar. Guck mal, wie viel steckt einfach wieder 4000 Schaden ein, gell? Und wir haben einfach keine Chance. Es ist das Spiel. An manchen Stellen kapiere ich das Spiel wirklich nicht. Der Gegner ist so easy und wir haben einfach keine Chance. Wir haben gleich wieder unseren Elite-Schub. Ja, das Unfaire ist halt, aber er darf wieder Gegner rufen, ne? Danke! Ja, tötet mal den 8, Mann! Meine Güte. Hat es geschafft, Tyria zu töten, ne? Ernsthaft? Du wirst nirgends hingehen, du bleibst bei mir. Alter, ja, warum er seinen Fokus auf die Schwächsten macht? Kämpft gegen mich. Ja, töte Tyria einfach nochmal, bitte. Guck mal, er geht wirklich nur auf sie. Ja, Malik ist tot. Geh auf mich. Meine Fresse. Nein, so schwer ist es gar nicht. Du musst nur gegen mich kämpfen. So, Malik ist wieder da. Tyria ist diesmal wieder tot. Malik hat nur noch 60 AP. Ist tot. Ja, ja. Es statt, dass die nicht mal gegen Leute kämpfen. Einfach gegen mich. Einfach gegen mich kämpfen. Und schon wieder ist er in die andere Richtung. Ach. Ja, ich weiß genau, ich werde sie jetzt wieder beleben und sie stirbt dann, weil er genau auf sie geht jetzt gleich. Nicht mich heilen, sondern wieder beleben. Meine Fresse. Meint es ernst, gell? Oh, die sind auch für mich zu heilen, sondern die wiederbeleben. Weißt du, dann... Sowas geschieht dann recht, wenn sie einfach zu dumm sind. Oh. Mann, ich habe jetzt keine Lust, die ganze Zeit wieder jeden zu heilen. Man hat gesehen, was vorhin bewirkt hat, und zwar gar nichts. Ja, jetzt geht er wieder auf jemand anderen. Also, ich bin... gerade nicht begeistert über das einfach... Noch 1000 Schaden pro Hieb, ne? Ja, ich würde einfach wieder jeden wiederbeleben. Ist okay. Ja, und direkt ein Ding von ihm. Was haben wir noch denn hier? Gegenstand, der alle feindlichen Aktionen kurzzeitig stoppt. So, jetzt hoffentlich passiert erstmal nichts mehr. Dann vielleicht noch 13.000. Nein, geh auf mich. Oh. Macht natürlich wieder nicht. Ihr seht's. Ah, und ich stehe natürlich mitten im Weg. Jetzt geht er wieder unter die Erde. Deswegen gucke ich, dass ich jetzt erstmal alle anderen Gegner besiege.
Ja, wenn ich sie mal in Fokus bekommen würde. Und tot. Also Malik scheint mir irgendwie der Einzige zu sein, der permanent am Überleben ist. Sehr gut. Ja, und schon hat er seinen Fokus gewechselt und geht auf Chiria. Der Typ ist nicht zu fassen, gell? Ach du meine Güte. Soll ich Sophie wiederbeleben? Auf wen geht er jetzt? Ah, noch auf mich. Nein, auf Sophie. Ich überlege gerade, ob mir das egal sein soll oder nicht. Schaden. Trank des Lebens auf Chiria wieder, weil sie ganz hinten liegt, aber ich glaube, das ist erstmal egal. Weil er sofort bei ihr sein kann. Ja, und da geht er wieder auf sie. Malik ist aber auch irgendwie der Einzige, der es hinkriegt, gescheit Schaden auf den zu machen. Ja, ich bin nur damit beschäftigt, gerade jeden zum Leben zu erwecken. Nein, ausweichen. Ah. Und zu mir, jetzt geht er wieder auf Sophie. Wir haben noch zwei. Also ich habe eigentlich keine Lust mehr, jetzt noch einen zu verwenden. Die flattern noch 3000 knapp. Ich glaube, ich werde jetzt einfach weil aus Frust die Sanduhr benutzen. Yes! Ja. Also Sanduhr musste ich benutzen, weil ihr habt es gesehen, einfach wie viele Tränke des Lebens ich verschossen habe für den. Also sowas Unnötiges, gell? Also wow. Da buddelt er sich im Boden, geht zu einem hin und boxt ihn einfach um. Es ist krass gewesen, eben, aber richtig krass. 1300 Erfahrungspunkte, 400 FP ist mehr oder weniger in Ordnung. Ich meine, ich glaube, Chiria hat jetzt nichts bekommen, weil sie gestorben ist. Machen wir mal weiter. That was a close one. They're more fierce than I imagined. Are you all right, Pascal? Oh, yeah, I'm groovy. He just winged me is all. After all those things I said to you, why did you help me? Whoa, one of our team was in danger. What did you think I'd do? Our team? You were hurt because of me. I'm sorry, Pascal. No worries, little bro. How can you smile after all that? And Captain Malik, you have a right to be angry with me as well. Even the fiercest warrior can be undone by a single mistake. I agree. However, you see your mistakes and own up to them, Hubert. With that maturity, you're unlikely to make the same error in judgment again. It's like you're teaching me all over again, Captain. I expected you to be far angrier with me. I've no need to scold a man who's clearly punishing himself. Thank you, Captain Malik. And besides, no one was hurt. We were lucky. But it's over now, right, Pascal? Right as rain, Captain. No. No, that's not acceptable. I owe you a debt, and it must be paid. Huh. Well, that's kind of weird, but you okay? How's about you carry Mr. Boar back to the Amarcian Enclave for me? Wait, carry this? By myself? What, no good? It's loaded with protein and essential vitamins, so I was hoping to bring it back and share the love.
This boar is really big. Okay, forget it. In that case, you have to promise to be my friend! Pascal. Now come on, we're almost at the Enclave. Sehr gut, den haben wir besiegt, zum Glück. Die Enklave wird wahrscheinlich da vorne sein. Ich nehme auch an, dass kein Speicherpunkt in der Nähe ist. Formloser Kristall. Ja, kein Speicherpunkt in der Nähe. Ist die Frage, ob ich da rein soll, weil wir sind alle... fast tot. Deswegen, ich glaube, einen Trank des Lebens habe ich noch einen. Das ist blöd, wenn ich den jetzt benutze. Ja, nur noch einen Trank des Lebens. Deswegen werde ich wohl oder übel... Obwohl, Chibia kann ich noch drin lassen. Im nächsten Kampf vielleicht, wenn schwache Gegner da sind, wird sie wiederbelebt von Sophie. Deswegen denke ich, wird es wohl passen. Ja, wir gehen weiter. Amarcianische Enklave. This is the Amarcian Enclave? I've never seen anything like it. I grew up in Fendal. I never even knew this place existed. Yeah, we've been helping Fendal here and there for a while, but we have to keep it all. Shh. Anyway, let's head over to my place first. Come on. Wow. Sieht richtig gut aus hier. Ist noch mehr Personen. Ach du Scheiße. Begib dich zu Pascals Haus. Ich weiß nicht, wo Pascal wohnt. Ein Stück Papier. Der richtige Name der Aufseherin ist der Schlüssel. Name der Aufseherin. Besucher aus der Welt da unten. Das hat man auch nicht alle. Pascal? Seid ihr das wirklich? Verdammt, wie geht es euch? Da unten geht es auch noch lang. Was haben wir hier? Da geht es ja auch noch überall lang. Oh. Da ist nichts mehr. Oha. Hier steht was. Ich habe ihren richtigen Namen herausgefunden. Ihr Name lautet Gauss. Okay, wieder so Hinweise. Gauss. Gauss merken. Ah, Pascals Haus, perfekt. You call this clean? Is this a trash dump? Sophie! This is not cool! You don't just go cleaning up people's rooms when they've only been gone for like a second! When were you last here, Pascal? I don't know. About 3 years ago? I'm not sure you can really complain if you've been gone that long. I knew it! Someone yoinked all my Creus notes! So, someone's been using your research to help Fendal with their experiment. Yeah, but who? Hey, we should ask the Overseer. She's gotta know something. The Overseer? Is that your leader? Yep, she's old. Like, super old. She's so old, she doesn't even know how old she is! Anyway, enough about that. Let's go see her. Okay, besuchen wir die Aufseherin. Magische Karte 38. Gut, aber eine Tour. Prüfen. Oh, dreimal Milch. Eine, noch eine Entdeckung. Robotier. Was du willst. What should I make for dinner tonight? Huh? Okay, so if we have curry again,
It'll look like I'm playing favorites with Azbel. What about you, Sophie? Do you think we should have crablets again? Sharia, that animal moved. I'll just ignore it. It's probably some toy Pascal made. Wait! Sophie, wait! What about dinner? Captain! Perfect timing. How about I let you choose the menu for tonight? Pick your favorite. Anything you like. How about sea bream porridge? All right, I'll have to look for a recipe. I should have known you'd pick something old-fashioned. Oh? I mean because, you have refined tastes, right? Why ask me? Okay, ja, wir müssen zur Aufseherin. Was haben wir aber noch? Da ist noch eine Truhe. Ah, erfordert ein Passwort. Und das soll dann, denke ich mal, Gauss sein, weil das war ja auch ein, waren ja auch die Hinweise die ganze Zeit. Yes, Buch des Erwerbs. Dieses Zauberbuch erleichtert den Erwerb von Scherben von Feinden und somit das Dualisieren. Ja, gut, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Werden wir mal weitergehen. Dann gehen wir mal zur Aufseherin. Aber wo steckt sie denn nur? Da unten eventuell? Das scheint mir schon recht offensichtlich zu sein, wenn sie da unten wäre. Nein, aber sieht cool aus. Ach, Kammer der Aufseherin. Wir gucken uns hier oben noch ein bisschen um, weil ich meine, da müssen wir eh hin. Und wenn wir schon das erste Mal hier sind und vielleicht auch das einzige Mal, dann schauen wir uns weiter um. Vielleicht finden wir noch ein paar nützliche Dinge, die wir mitnehmen können. Gehen wir erstmal hier hoch. Und da haben wir Waffen. Sehr gut. Erstmal Objekte. Ich werde dafür ein paar... Hier, Trank des Lebens kostet nur 300. Ne, da kaufen wir so viele, wie es nur geht. Noch irgendwas? Also ist unser Mixer eigentlich voll? Ich habe jetzt überhaupt nicht drauf aufgepasst. Nein, der ist natürlich nicht voll. Na klar. Schauen wir mal, was gibt's denn so? Für Sophie eine stärkere Waffe. Oh. 6000. Ah, das Gestell ist für Hubert. Eine Ausrüstung, alles klar, das haben wir ja zum Glück schon. Magische Kater 49. Nehmen wir mal. Ich weiß nicht, ob die Karten. Man kann ja. Wurde ja mal gesagt, man kann Karten spielen. Keine Ahnung, ich habe es noch nie probiert. So, dann kriegt er halt noch einen Bann rein. Objekte, wir benutzen mal so einen Trank des Lebens, weil dann ist die Chirion wenigstens nicht die ganze Zeit tot. Sehr gut. Heilen, weiß nicht, ob wir uns heilen müssen jetzt extra noch. Wir dualisieren nochmal eine Runde. Alles, was halt so geht. Oh, Salbei kann man machen mit verdächtiges Pulver. Dann gibt's roten Salbei. Oh, ein Heilkraut, das die maximale KP einer Figur um 30 steigert, statt um 20. Ich würde sagen, das kann man durchaus mal machen. Und dann hauen wir nämlich das eine Salbei auf jeden Fall in Ding rein. In... Wie heißt's? In... Kopfschmerzen. In unseren Mixer. Genau. Ach, das verdächtige Pulver... Ach so. Angriff um 3. Moment. Das ist Verteidigung. C-Angriff. Verteidigung. Treffsicherheit. Ausweichwert. Ja, ich glaube, Angriff wird auch Sinn machen. Okay, verdächtiges Pulver. Ich weiß nicht, wo wir das her haben. Ich glaube, das haben wir nur gefunden. Bin mir nicht sicher. So, alles herstellen, was geht. Also stimmt, das kann man ja nur mit den
Sollte ich das tun? Nee, ich glaube, wir lassen es mal. Das mache ich alles mal ein andermal. Moment, vielleicht. Ah, okay. Ja, ich mache erstmal hier einen Schnitt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!